Hallo, hallo zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich die 12 verlieren. Und wie ich mich damit schminken werde, weiß ich nicht, aber wir werden es ausprobieren. Challenge! Oh Gott! Ich bin klaustrophobisch und was solche Sachen betrifft, ist genau das. Das will man. Oh Gott, das fühlt sich so grauslich an. Ist es zu eng? Aber ich kann, nein, ich kann es aufmachen, wenn ich es. Okay. So schaut das aus. das wird was, weil das ist ja sehr komisch. Let's start without thumbs. Das kann lustig werden. Also ich nehme diese. Wie soll ich das da rauspumpen? Achso, okay. So schwer ist das jetzt nicht. Wie soll ich das halten? Ich meine, es ist schon cool, wir haben so eine einzigartige Idee gehabt, weil wir sind die Ersten und die Einzigen, die das jemals gemacht haben. Es geht nicht anders. Ups. Oh, das ist ein bisschen weiß. Ein bisschen viel, oder? Ja. Du darfst dich nicht abschminken nach dir, das ist ja die Challenge. Mary, sei gewarnt. Ich kann mich auch ohne Daumen abschminken dadurch. Kannst du. Das ist anstrengend. Ja, ich habe ein bisschen zu viel drauf gegeben. Aber das kennen wir ja schon dadurch. Von ich höre die ganze Zeit ein Knistern. Achso, von dem. Für die Foundation habe ich die CC Cream von IT Cosmetics genommen. Knister, knister, Knäuschen. Was knistert in meinem Häuschen? Kannst bitte das aufheben, um zu zeigen, wie ich das aufmache? So. Damit es noch challengiger wird, werde ich das mit dem kleinen Pinsel machen. Und dafür verwende ich mein geliebtes Augenbrauen Duo Puder von Alverde. Aber das wird... Okay, das ist schon sehr rund da. Schau, es ist nicht außerhalb deiner Augenbrauenhaare, also es passt schon. Es hat noch eine menschliche Form, also solange es das ist, ist alles in Ordnung. Das geht eigentlich eh ganz gut. Hast recht gehabt, aber es ist nicht so schwer. Ich finde es schon schön. Ja, wunderschön. Die schaut ein bisschen anders aus als die andere. Ja, die schaut aus wie eine Raupe. Was ist mit der Foundation? Ist das normal? Ich habe zu viel draufgegeben, glaube ich, deswegen. So, jetzt kommt der... Als ob ich nie anders geschminkt hätte, Darius. Ja, ich finde, die Raupen hast du sonst auch immer oben. Hallo, die ist keine Raupe. Nur die rechte eine Raupe. Das sind beide Raupen. Du bist eine Raupe. Okay, zu kriege ich es nicht mehr. Egal. What's next? Ich weiß zwar noch nicht, welche Farbe, aber es sieht gut. Ich nehme Püree, weil ich Hunger habe. Mein Anwalt wird sich bei dir melden. Gut. So, jetzt brauche ich mal... Also, gleichmäßig und verblendet ist anders. Hallo, ich bin gerade auf dem Weg zum Verblenden. Muss man einen Pinsel suchen, der nicht so schmutzig ist. Wir müssen bei Schwarz sieht man nicht, ob er schmutzig ist. Wir müssen dann auch ein Video machen mit dem No Hands Make-up Challenge. Und wie schminkt man sich dann? Du zeichnest es dir auf ein Papier und schlägst du dein Gesicht gegen das Papier. Gegen den Tisch quasi ein paar Mal. Und hoffst, dass es biegen bleibt. Jetzt nehme ich die Farbe Summer Yum und gebe sie ein bisschen nur ins Winkel. Und ich verblende es nochmal. Also für die Innenwinkel nehme ich Lucius von der Palette. Ich verwende jetzt nur die Palette. Und ich gebe mir auch ein bisschen da auf den Browbone drauf. Also, ich weiß nicht, warum du das Challenge nennst.
Und warum schaust du aus wie hingeschissen? Hello darkness, my old friend. Schau ich gar nicht. Doch, diese ganzen Löcher, wo du die Foundation weggekratzt hast. Ja, das ist ja nicht wegen den Fingern. Doch. Nein. Oh, das wird jetzt schwer. Das wird nicht schwer. Glaubst du? Du verkackst immer deinen Eyeliner. Darius! Ich verwende den Benefit Roller Liner und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Es geht, es ist sehr traurig. Geht ein bisschen nach unten. Da muss ich halt immer so schauen. Nein, du musst immer so schauen, dann ist er. Genau. Na, schau mal, der geht nach unten, wenn man so macht. Nein, wenn du gerade ausschaust, geht er nach unten. Schau mal in die Kamera und zeige dir, wie traurig dein Eyeliner ist. Er ist gar nicht traurig. Schau, Darius, das ist ein neuer Trend. Mit zwei. Das, wie nennt man das? Flügel? Aber du hier es, vorne. Mühe. Das ist eh schön! Mhm. Das nennt sich Grafik-Eyeliner. Ja, genau. Warte. Ja, ich weiß nicht, du benutzt immer Eyeliner, die nicht zeichnen können. Ich habe wundert, dass es immer abkackt. Ich wollte eigentlich zwei Punkte machen, aber ist ja wurscht. Es sind zwei Dreiecke geworden. Mach drei und verbinden sie, dann mach Illuminati. Was ist Darius? Das schaut genau gleich aus, bitte! Aber geh mal hin, du gibst dir Mühe mit dem Eyeliner, das schaut gut aus und dann... Kommt sowas raus! Warte, einen Trend, den ich noch gesehen habe. Es gibt auch so mit so Farbtapsen, nur in der Mitte. Ja, genau. Ups. Weißt du, im Gefängnis, wir haben ja gesagt, vorhin festgenommen, im Gefängnis heißt das, du hast zwei Leute umgebracht. Ach so. Zwei Tränen. Jede Träne einer weiteren Person. Auf dem Gewissen. Wimperntusche verwende ich die irgendwas mit Wing. Wow, Wing von Manhattan. Also diese Technik, die du benutzt, ist sehr, sehr... Damit ich gewappnet bin im Gefängnis. Also nennen wir das Make-up-Video nicht ohne Damen-Challenge, sondern für Gefängnis-Prep-Challenge. Simul, du mit Make-up deine Tränen zeichnen, damit die Leute Angst vor dir haben, weil sie glauben, dass du Leute umgebracht hast. Deine Wimperntusche immer so halten, dass du eine Bitch stechen kannst, wenn sie dir blöd kommt. Der Kopf ist voll wackelig von der Wimperntusche. Hast du ein Problem damit? Hilfe! Sie hält mich im Keller gefangen und zwingt mich ihre Liebe. Wunderschön! Wunderschön! Butter Bronzer von ich kann das nicht aussprechen. Physicians Formula. Im Fall lass gleich fallen. Das ist voll die Verarsche. Sie geben so eine fette Tube, man glaubt, man bekommt ur viel Produkt und dann ist unten nur so ein Spiegel und ein Polster. Warum möchte er schlafen gehen? Was? Ich weiß nicht, wann das auf. Achso, ich wollte das. Das geht einfach auf. Kommt der Wolf was runter? Nein, es nimmt nur mein ganzes Make-up runter. Stärker ein bisschen. Was, die Watschen? Nein, verblenden. Das geht nur, wenn du ein bisschen stärker verblendet. Damaris, schau, wie das Handtuch ausschaut. Das sieht man Gott sei Dank nicht. Das ist der Blush Stick von NYX Cosmetics. Darius! Das ist der Blush Stick. Bear with me. Ein Chick-Tee and Hydrating. Perfekt für Sommer. Ich hab's gefangen. Ich finde, ich schau frisch aus. Guter Eyeliner ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ist das nicht ein Zweiliner eigentlich? Ja, nein, weil Ei. Nicht Ei. Nicht Eyeliner, verstehst du? Nicht Eyeliner, sondern. Eyeliner. Okay. Aber er ist nicht rund wie ein Ei. Darius, bitte lern Englisch. Highlighter. Verwende ich Blush, Beaming Blush von MAC. Und zum krönenden Abschluss
kommt die Lip Butter von Max Factor drauf. Das hat jetzt auch schon, als würdest du deinen Zuschauern den Mittelfinger zeigen. Habe ich aber nicht. Das kann ich gut, ha? Auch ohne Daumen. I'm ready. Also ich finde jetzt, das war jetzt keine Challenge für mich. Bye bye. Au, was ist das für... Gott sei Dank habe ich keine haarigen Finger. Sie werden jetzt definitiv nicht mehr haarig. Ach. Ja, vielleicht musst du es gescheiter nicht rausziehen, sondern umherum. Dann schneidest du dir noch die Finger. Komm her. Nein. Komm her. Danke. Du, ich finde den Look gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, bis auf die zwei Eyeliner. Hat es euch Spaß gemacht? Wenn ja, dann subscribed, wenn ihr es noch nicht getan habt. Was machst du da, Lucy? Was ist das? Können wir mal bitte kurz deinen Look analysieren? Pinke Lippen. Ja, also ich... Makelloses Make-up. Nein, nein, ich finde, das alles passt, bis auf die Lippen. Ekelhaft. Was ist das? Die Farbe? Der Augenblick schaut normal aus wie ja, normal genau. Auf deine Lippen. Genau. Das ist ja eklig. Aber sie tun schön deine gelben Zähne. Sie sind nicht gelb. Das ist, du wirst sehen, wenn ich meine Zahnspange runterkriege. Die sind gar nicht so gelb. Das ist, macht nur die Zahnspange. Ja, bei mir auch. Du hast keine Zahnspange. Die sind von Natur aus gelb, so wie dein T-Shirt. Ich nehme keine T-Shirts, weiß. Ja, genau. Subscribe, falls ihr noch nicht subscribed seid. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir in die Kommentare, wie gelb da das Zähne sind. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und bis zum nächsten Mal. Ja. Bye, bye. Danke fürs Zuschauen.